Ja, Segel-Bundesliga Relegation 2014. Ein Format, was uns allen einen Riesenspaß macht. Kurze Rennen, knackig. Die Leute sind sehr gut. Es ist anspruchsvoll. Für alle gleich. Ich muss nur sagen, dass das Niveau der Segler extrem hoch ist. Also ich ziehe meinen Hut vor meinen Vereinskollegen, die hier teilweise Supermannschaften aufgestellt haben. Viele fragen sich, nach welchem System wir hier diese 61 Teams in die Pairingliste bekommen haben. Im Grunde ist es sehr einfach. Der Erste bekommt immer 100 Punkte, der Letzte 0 Punkte und die, die dazwischen liegen, linear verteilte Punkte dazwischen. Wir haben uns jetzt schon seit ungefähr 2 Wochen auf das Event hier vorbereitet und kannten beide Boote und waren aber doch beeindruckt von der Größe des Feldes hier. Sind nicht ganz so gut reingekommen am ersten Tag, hatten vor allem auch einen 5. Platz ersegelt in der 2. Wettfahrt. Der 2. Tag lief dann aber umso besser. Der Zeitpunkt zu wissen, dass wir das Ding gewinnen können, der war, nachdem alle Rennen gesegelt waren. Mit einem OCS zum Beispiel im letzten Rennen haut man sich dermaßen die Punkte weg, dass man dann durchaus auch aus der ersten Liga rausfliegen kann. Bei uns im Kieler Yachtclub hat sich eine größere Gruppe formiert, die zu der Bundesliga jetzt antreten wird. Wer genau bei welchem Event jetzt segelt, das ist noch nicht eingeteilt. Das heißt, völlig ohne Erwartungen, ganz locker, jetzt ein Team bilden und sehen, was letztlich an Ergebnis rauskommt.